Leute, mit Season 20 sind die 120 FPS endlich am Start für die Next-Gen-Konsolen, aber es gibt einen fetten Wermutstropfen. Ich möchte euch jetzt erstmal verraten, was es bei den 120 FPS zu beachten gibt, was es für Nachteile gibt und die Gründe, warum es bei euch vielleicht nicht funktioniert. Ich habe gestern die neue Season reingestreamt und da kamen viele Fragen auf, dass das ausgegraut ist, überhaupt nicht da ist und so weiter und so fort. Da gibt es nämlich eine Menge und einen riesengroßen, fetten Nachteil, den ich sehr, sehr schade finde, was aber der Technik in der PlayStation oder wahrscheinlich auch in der Xbox Series X zu schulden ist, dass wir die 120 FPS überhaupt zocken können. Ein ganz wichtiger Punkt noch, denkt daran, dass es eine Losung von 1000, 6700 und 11500 Coins gibt, nicht in diesem Video, sondern in meinem letzten Patch Notes Video, das 100 Prozent Patch Notes Video. Dort wird die Verlosung final stattfinden. Also wenn ihr da mitmachen wollt, schaut nochmal das Video, wenn ihr das nicht gesehen habt. Dort erzähle ich euch, was ihr machen müsst in diesem Video. Und am kommenden Sonntag wird es die Verlosung für die drei Gewinner in einem Video geben. Und ich möchte euch jetzt erstmal zeigen, wo findet ihr überhaupt die 120 FPS, was ihr da beachten müsst, wie ihr das einstellen müsst. Und warum es nicht geht, ganz wichtig schon mal, es gab den ein oder anderen PS4-Spieler, der sich gewundert hat, warum er keine 120 FPS hat. PS4 hat keine 120 FPS, genauso wie die Xbox One. Ihr geht in die Einstellungen, dort geht ihr auf den Reiter Video. Und dort habt ihr den Leistungsmodus. Ganz wichtig. Und es reicht nicht einfach auf der PlayStation X zu drücken, sondern ihr bestätigt das jetzt erstmal mit X und müsst unten rechts, seht ihr, übernehmen, müsst ihr nochmal extra drücken, weil wenn er das nicht macht und geht einfach wieder raus, dann ist das wieder weg oder ihr habt die Änderung verworfen und es ist nichts passiert. Jetzt ist der riesengroße Punkt hier. Ich hoffe, ich kann euch das zeigen, weil ich sehe die 120 Hertz auf meinem Monitor. Ihr seht aber nur 60 Hertz oder 60 FPS ist das gleiche im Endeffekt. Denn meine Capture Card bringt mir hier auf meinem Monitor zwar 120 Hertz, aber im Stream kommt trotzdem nur 1080p, keine 4K an und auch keine 120 Hertz, das sollte klar sein, aber ich zeige euch jetzt den riesengroßen Fehler oder das große Problem mit den 120 FPS. Schaut mal genau auf die Grafik, wie die sich auf einmal ändert. Und ihr seht übrigens, dass es funktioniert hat, wenn der Bildschirm kurz schwarz wird. Jetzt habe ich kurz kein Signal in meiner Elgato und jetzt schaut einfach mal, wie grottenschlecht die Grafik auf einmal wird. Das ist kein Fehler vom System oder sonst irgendwas. Ihr seht jetzt oben rechts in den einzelnen Daten die 120 FPS. Wenn man sich so ein bisschen umschaut in Gebäuden, schwankt das ein bisschen hin und her. Schaut mal, wie verwaschen das alles aussieht. Hier, wenn ich jetzt aus der Hüfte auf die Zielscheiben schaue, sieht das extrem verwaschen aus. Hier ein absoluter Blur-Effekt, so verwaschen. Ich mache jetzt einfach nochmal zurück, schaut mal genau drauf. Ich denke, ihr könnt das trotzdem erkennen, auch wenn bei euch nur 1080p, keine 4K ankommen. Ich mache wieder auf ausgewogen, bestätige das und ihr werdet feststellen, dass das ein Grafikunterschied zwischen PS3, PS4 zu PS5 ist. Das ist ekelhaft und das finde ich total widerlich. Also, dass das technisch einfach nicht so richtig hinhaut, ist absolut grottig. Und jetzt möchte ich euch nämlich noch einen riesengroßen Nachteil sagen. Ich würde aber euch raten, wenn ihr eher auf Grafik steht, also ich sag mal 4K theoretisch, lasst es so, aber testet trotzdem mal für ein, zwei Stunden die 120 FPS und wechselt dann zurück. Ihr werdet einen kranken Unterschied merken. Es ist kein Witz. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Oder ich sag's euch. Schaut jetzt mal hier. Im Close-Range-Fight werdet ihr keine großen Probleme haben. Oder jetzt grafisch, das jetzt nicht so dramatisch finden. Aber ich finde, dass ihr auf hohe Distanz oder mittlere Distanz die Gegner deutlich schlechter spotten könnt. Und das finde ich ein riesengroßer Nachteil. Wenn du auf Entfernung guckst, wo sind die Gegner, die siehst du extrem schlecht. Und das stößt mir extrem sauer auf. Guckt mal, wie schlecht ihr die seht. Klar, jetzt hier im Trainingsgelände sind die alle so rot gehighlightet. Aber es sieht halt ultra, ultra kacke aus. Was jetzt aber für die 120 FPS spricht. Wir haben jetzt alle, die auf Konsolen spielen, 5 Jahre lang, wenn ihr alle schon lange genug dabei seid, 5 Jahre. 60 FPS gehabt. Ich habe gestern die 120 FPS einfach mal ein, zwei Stunden angehabt und habe dann einfach wieder gewechselt, weil ich einfach diese grottenschlechte Grafik nicht mehr ertragen konnte. Du merkst sofort,
wie geil die 120 FPS sind, weil es fühlt sich alles einfach viel, viel genauer an. Du hast auf einmal das Gefühl, wenn du auf 60 Hz zurückwechselst oder 60 FPS, egal was ich sage, wenn ihr zurückwechselt, merkt ihr sofort, es fühlt sich so an, als hättet ihr einen kleinen Input-Lag. Zu Deutsch, du bewegst deinen Cursor und du hast das Gefühl, es reagiert ein bisschen langsamer, ein bisschen später und ein bisschen ungenau. Du merkst definitiv, wenn ich jetzt hier bei 120 FPS so ein bisschen hin und her wackle, das werde ich hier euch in dem Video wahrscheinlich schlecht vormachen können. Aber macht euch den Spaß. Verzichtet einfach mal auf gute Grafik. Wenn ich nicht für ein Dann Update wechselt ihr nach bezahlen 2 Stunden wieder musste. auf ausgewogen auf die 60 FPS und ihr merkt, oh Gott, das ist ja völlig anders. Das spürst du aber erst, wenn du es lang genug getestet hast. Und hier habe ich sofort das Gefühl, das reagiert langsamer. Das kann tatsächlich übrigens sein, dass der Aim Assist ab 120 FPS minimal schlechter ist, aber du spürst es nicht. Es fühlt sich, die Close Range Gunfights fühlen sich wirklich geiler an. Das mag man nicht glauben, aber es ist wirklich extrem heftig, dass das so ein krasser Unterschied ist. Jetzt möchte ich euch sagen, was es für Fehlerquellen gibt, warum das bei euch vielleicht nicht funktioniert. Also zum einen, ihr müsst eine Next-Gen-Konsole haben. PC-Spieler sind ja völlig ausgeschlossen. Ihr braucht natürlich einen Monitor, der 60 FPS bringt. Bei einem Monitor heißt es aber nicht 60 FPS, sondern oder 120 FPS, sondern 120 Hertz. Also dein Monitor oder dein Fernseher muss natürlich auch 120 Hertz, die meisten haben vielleicht 144 oder noch mehr Hertz, Oh, unterstützen. ich Wenn bin der Fernseher das so nicht hat, schlimm. kannst du natürlich auch nicht auf 120 FPS spielen. Das ist natürlich völlig logisch. Die größte Fehlerquelle, wenn die Hardware stimmt, ist das HDMI-Kabel. Das ist kein Witz. Wenn ihr so 0815 Rewe-Kabel an eure Technik anschließt, funktioniert das nicht. Ihr solltet ein vernünftiges 4- oder 8K-zertifiziertes HDMI-Kabel anschließen. Schaut, ob der vielleicht sogar 2.1 zertifiziert ist. Und dann könnt ihr sicher sein, dass das definitiv funktioniert. Die Kabel kosten nicht viel. Ich habe mein komplettes Setup mit so einem 8 oder ja, 8K 2.1 HDMI-Kabel ausgestattet. So ein Kabel kostet vielleicht 10, 15 Euro, je nachdem, wie lang das Kabel ist. Also spart nicht an den Kabeln. Ganz wichtig, seid ihr vielleicht selber Streamer oder streamt nicht und nehmt eure Gameplays nur auf, kann die Capture-Card sein, da die ihr angeschlossen habt. Wenn ihr zum Beispiel eine Elgato HD60S habt, die Unbedingt kann ich nur 60S sagen, oder dass die das nicht 60 der sagt Fall schon, sein Achtung, es sind nur sollte. 60 FPS, die da ankommen. Ich habe eine Elgato HD60X. Da bedeuten aber die 60, dass 60 FPS bei euch im Stream in meinen Videos ankommt, aber ich trotzdem auf 4K 120 FPS zocken kann. Das heißt, das Signal 4K 120 Hz wird durchgeschliffen, aber im Stream kommen trotzdem nur 60 FPS an. Das könnte auch noch ein Fehler sein, dass ihr eine schlechte Capture Card habt oder vielleicht noch irgendeinen Audio-Adapter dazwischen geschaltet habt, der nicht funktioniert, weil ihr ein Headset habt auf der PS5 mit einem optischen Eingang und ihr wollt das überbrücken. Da empfehle ich euch von Astro einfach diesen Audio-Adapter, der schleift nämlich ebenfalls die 120 FPS und auch das 4K-Signal durch. 0815-Technik funktioniert nicht und das sind, denke ich, die größten Fehlerquellen. Aber mitunter, ich muss wirklich sagen, mich bricht es dermaßen an, dass wir auf so geile Mein Optik und so Update schöne war Grafik eigentlich sehr verzichten verzeihend. müssen, um 120 FPS zocken zu können. Gestern habe ich in die neue Season live reingestreamt und viele haben gefragt, Mensch, wo ist das Problem? Warum sieht das auf einmal so kacke aus? Ist das ein Bug? Nein, es ist tatsächlich so. Und viele technikaffine Leute, wie Robert zum Beispiel, haben sich gemeldet und haben gesagt, dass die PlayStation die Technik, das bringt es einfach nicht her, um diese Wiederholungsfrequenz, diese Bildwiederholungsrate zu bringen, muss man grafisch Abstriche machen. Und das ist der Hauptgrund. Jetzt überlege ich nur noch mal ganz kurz, ob ich euch alle Fehlerquellen gesagt habe. Aber ich denke, es müsste alles sein. Technik, Fernseher muss stimmen, Monitor muss stimmen, 120 Hertz. Die Kabel ist wirklich das größte Problem. Die Capture Card ist klar. Die wenigsten von euch werden streamen oder irgendwas aufnehmen. Aber wirklich. Testet es mal aus. Wenn ihr das lange genug getestet habt, wechselt mal auf 60 FPS zurück und gebt mir bitte in diesem Video ein Feedback. Merkt ihr es? Auf was verzichtet ihr eher? Auf 120 FPS und einem Vorteil. Und das ist der Nochmal Punkt. Ich Upgrades denke, machen. viele, die wirklich aufs Detail achten, auf jede Millisekunde, die lassen die 120 FPS und verzichten auf bessere Grafik, weil ich behaupte tatsächlich, dass du mit 120 FPS, klar, gerade im Close Range Combat,
schon einen Vorteil hast. Wie signifikant der ist, das kann ich wahrscheinlich nicht so ganz beurteilen, aber wechselt einfach mal alle paar Tage ein bisschen hin und her, testet euch aus und schaut, wo habt ihr die besten Runden. Ihr werdet einen Unterschied feststellen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Leute, ich habe fertig. Vergesst nicht beim Gewinnspiel mitzumachen. Vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren, zu dividieren und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie es läuft. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.